Ich verlange das Wort. Ich bin jetzt an der Reihe. Nein, ich bin der Nächste. Könnt ihr nicht für Ruhe sorgen? Ich verlange das Wort. Nenn zunächst mal deinen Namen, Bürger. Mein Name ist Saint-Just. Ich vertrete das Departement N. Dann tritt ans Rednerpult, Bürger Saint-Just. Bürger, hört mich an. Ich bin wie die meisten von euch. Nur zu gern gäbe ich mein Leben für diese Republik. Ich bin wie die meisten von euch. Ich würde und werde jedem Feind gegenübertreten, der unsere Republik bedroht. Und ebenso wie ihr alle hier kenne ich den Namen und das Gesicht dieses Feindes. Ich bin jemand, der wie keiner sonst hier alles zu tun bereit ist, was getan werden sollte, diesen Feind endgültig zu besiegen. Das fortdauernde Leben von Louis Capet, dem ehemaligen König, bildet einen Anziehungspunkt für die Verräter und die Unentschlossenen, die sich immer noch in unserer Mitte befinden. Ebenso wie für den Feind, der an unseren Grenzen lauert. Im Namen all dessen, was wir gemeinsam erreicht haben, wir dürfen nicht schwach sein. Wir dürfen nicht zögern. Aber Schwäche und Zaudern ist alles, was wir zeigen, solange der letzte einer langen Reihe von Tyrannen und der Vater vieler weiterer unter uns lebt und unter unserem Schutz steht. Ich sage euch, ein König ist kein gewöhnlicher Mann. Er ist ein Räuber. Er beraubt die gewöhnlichen Menschen ihrer Rechte. Ein König muss regieren oder sterben.